Willkommen zurück zu Let's Play Fable 3. Ja, mein Hund knurrt wieder. Das ist nicht mein Magen. Und ja, wir waren gerade dabei, diesen Knödelbanditen festzunehmen. Nein! Du Knödelbandit! Oh, oh! Haltet ein! So haltet doch ein! Arme, wehrlose kleine Bauern! Bam! Und ich blinke wieder rot. Das ist ein guter Start. Ein Brief an Gangster Bob. Ah. Mein lieber Bob, ihr seid ein skrupelloser Gauner und auch ein Trottel. Und weil ihr skrupellos seid, werde ich diesen Brief nicht unterschreiben, sondern bleibe anonym. Gruß Arthur. Oh. Was für Sex? Hier kann man gar keinen Sex haben. Warte, ich probier mal was. Vielleicht kann ich mich ja recken. Ich bin ein Genie. Genie? Okay, das war jetzt nicht... Scheiße. Jetzt hatte ich schon wieder einen nervösen Finger. Was war das jetzt? Ich hab... Was Aufregendes gibt es hier aber nicht. Ha. Ich halte es hier drin nicht mehr länger aus. Jeleni, wer ist das denn? Du bist frei! Bam, bam, bam. Aua! Ey, wieso haben die alle Granaten? Sind das hier die Hauptmänner oder was? Und... Na, schon wieder. Jetzt sind schon zwei weg. Jetzt gleich reiß ich dir den Arsch auf, Junge. Komm her. Wow. Nein. Boah, Junge, du nervst mich gerade tierisch. Will ich blocken? Passiert nichts. Ach, das ist doch so eine Scheiße. Boah, Hund, halt die Schnauze. Ganz ehrlich. Das geht mir gerade noch mehr auf den Senkel. Als alles andere. Hat er gerade was kaputt gemacht? Ja, doch, ey. Ich bring dich zurück ins Tierheim, wenn du nicht aufhörst zu knurren. Ah, warte. Nein, ich hab Kuchen. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass eure Bemühungen vergebens sind. Auch wenn ihr meine Partner tatsächlich besiegen solltet, diese Tür ist absolut undurchdringbar. Außerdem verfügt diese Zelle über einen Geheimausgang, durch den ich jederzeit entfliehen kann. In der Zwischenzeit werden meine Leute euch auseinandernehmen. Eieiei. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Aua. Nein. Oh mein Gott, reißen die mich auseinander. Ihr müsst mich doch nicht tatsächlich so auseinandernehmen, Leute. Nein! Ey, wie mache ich das? Ihr habt ein Gold erhalten, gesammelten Reichtum könnt ihr in der Schatzkammer im Mund. Oh oh. Oh mein Gott. Ja! Oh. Nimmst du den hier mit? Der ist mit Schmackes versehen. Der auch. Der. Schweinehund. Wasch dich mal. Nimmst du den? Da geht er down. Du Schwein. Immer noch der Alte. Seine Männer müssen verrückt gewesen sein, euch zu bekämpfen. Ehrlich gesagt, völlig ungeachtet meines Intellekts, scheint es doch so, dass dies nicht die Zelle ist, von der ich gerade so selbstbewusst gesprochen habe. Die mit dem Geheimausgang hat zwei Betten. Gut. Tja. Ihr habt gewonnen, Majestät. Ich willige ein. Aber ich bin. Wieso guckt er zur Seite? Einen bestimmten Vorschlag in Betracht zu ziehen. Lasst es gut sein, Ferret. Es ist vorbei. Diese Äußerung entbehrt objektiv jeder Begründung. Ich habe zufälligerweise eine beträchtliche Summe Geld bei mir. Lasst mich gehen! Und das Geld ist euer! Von mir aus könnt ihr bleiben, wo ihr seid und verrotten. Aber das entscheidet der König. Nee, also 100.000, das ist ja ein Witz. Wenn der nicht mehr da hat, dann tut's mir leid. Du kommst in den Knast. Ihr königlicher Schurke! Diese schwerwiegende Missetat soll mit eben solcher Rache vergolten werden. Ja, Knödelkopf. Und was ist jetzt mit meiner Truhe da, die da stand? Nein! Hey, das ist doch nicht zu fassen. Das ist pure Abzocke. Ah. Krieg ich wieder einen Blutsturz bei sowas. Ein Blutsturz ist zumindest ausgedrückt. Ihr habt Großartiges vollbracht, Majestät. Seht euch nur eure Schatzkammer an. Wollt ihr vielleicht ein Bad in all dem Gold nehmen? Das Königreich fordert eure Aufmerksamkeit. Die Alkoholgesetze in Albion müssen verhandelt werden. Unter Logan war die Alkoholmenge, die pro Tag gekauft werden darf, beschränkt. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das eine ziemlich unbeliebte Maßnahme. Und doch glauben viele respektable unserer Gesellschaft, dass die Gesetze nicht weit genug gehen. Sie treten für ein bürgerliches Alkoholverbot ein. Sie vertreten die zugegebenermaßen vernünftige Auffassung, dass Alkohol zu ungehörigem Verhalten führt.
Diese besorgten Edelleute würden für ein solches Verbot ein hübsches Sümmchen investieren. Allerdings fordern die Bürger eine Aufhebung aller Beschränkungen. Sie halten sie für eine Beschneidung ihrer Persönlichkeitsrechte. Man kann es nicht jedem recht machen, Majestät. Entscheidet euch. Da ich ja jetzt nicht wirklich in der Alkoholfreund bin, würde ich es am liebsten verbieten. Aber 100.000 ist jetzt nicht wirklich so eine Summe, für die ich mir böse Punkte einbringe. Und 100.000 sind ein Witz, die ich da bezahlen muss. Also denke ich mal, werde ich die voll zudröhnen lassen können mit Alkohol. Wie ihr wünscht, sollen sich die Straßen mit armen Trunkenbolden füllen. Das lenkt sie bestimmt von ihrem sicheren Schicksal ab. Aber das wird unsere Staatskasse sehr belasten. Solltet ihr gerade großzügig sein, könntet ihr diesen finanziellen Engpass mit einer privaten Spende überbrücken. Machen wir also weiter, Majestät. Euch steht noch ein geschäftiger Tag im Thronsaal bevor. Fällt ein Urteil über die mögliche Wiedereröffnung der Brightwall Academy. Entscheidet über den Antrag zur Trockenlegung des Bauertümpels. Trefft euch mit einem besorgten reichen Bürgerin. Samuel, der Vorsitzende der Brightwall Academy, will seinen Fall vorbringen. Ich hoffe nicht, dass er einen Geldbetrag erwartet, aber Weaver wird es bestimmt richten. Wie im Dann mache ich noch die zwei Thronsaalfälle. Und dann, mache ich danach einen Cut, weil ich denke, mit dieser Besorgung, die letzten Fälle waren immer mit irgendwas, kämpfen. So. Also werde ich das wissen machen. Von Albion. Heute entscheidet ihr über den Status der Brightwall Academy, Majestät. Oi. Samuel spricht für die Stadt und die Gelehrten. Reaver wird die Sache anfechten. Also sprecht. Meister, euer Vater eröffnete die Türen zum größten Ort der Bildung in Albion. Unter seiner Herrschaft gediehen Wissen und Kultur und so auch das Volk von Brightwall. Ich bitte euch zur Weisheit jener Tage zurückzukehren. Euer Bruder schloss die Akademie, aber ihr könnt sie wiederherstellen. Es gibt keinen größeren Befürworter der Kunst als mich. Und ich begrüße das Wissen in allen seinen Formen. Aber unser Volk ist verwirrt. Das Letzte, was es braucht, ist Wissen. Wehrt ihnen die Gunst des Unwissens. Lasst nur die Akademie besuchen, die bereit dafür sind. Die Elite unserer Gesellschaft wird gut für Bildung bezahlen. Aber nur Reiche werden sich Bildung leisten können. Genau. Wozu Weisheit verschenken, wenn man sie verkaufen kann? Wie lautet die Entscheidung, Majestät? Also 300.000, ich meine, das ist jetzt wirklich ein Spottpreis, 150.000, aber 300.000, Sicher wollt ihr ein aufgeklärtes Volk regieren, Majestät. Es tut mir leid, aber das ist mir... Das ist gut Geld, was ich da kassiere. Aber es gibt Aufnahmegebühren. Die Brightwall Akademie soll denen offen stehen, die sich Bildung leisten können. Wenn es so sein soll. Ja. Gut. Doch ich bin tief enttäuscht, dass ihr euer Versprechen gebrochen habt. Sehr gut. Ich werde sofort Vorkehrungen treffen. Ach, haltet die Klappe! Lieber stimuliert mich, euren Intellekt in der neu eröffneten Brightwall Akademie. Lasst die größten Geister des Landes euren Wissensdurst stillen und bedient euch der besten Bibliothek aller Zeiten. Die Anmeldegebühren sind für fast 1% der Bevölkerung erschwinglich, also zögert nicht! Die Brightwall Akademie. Solange ihr verdient, ist euch ein Platz sicher. Eieiei, da kommt man sich ja fast vor wie so ein Schurke. Aber man braucht ja das Geld für diese Dunkelheit. Das Gericht ruft Page und Reaver. Gericht. Entscheidet ihr über die Zukunft von Bauertümpel. Reaver gibt seinen Vorschlag ab.
Page wird die Sache anfechten. Also dann lass mal hören. Eure Majestät, eine Untersuchung des Bauertümpels hat ergeben, dass sein Bett reich an Edelmetallen ist. So amüsant es auch wäre, die Arbeiter beim Abbau dieser Rohstoffe ihren Atem anhalten zu lassen, es erscheint mir unpraktisch. Wir haben keine andere Wahl, als den Fluss zu stauen und den Tümpel komplett trocken zu legen. Anschließend haben wir einen fertigen Steinbruch, der abgetragen werden kann. Es ist wirklich ein Jammer, die Landschaft in der Nähe meiner ehemaligen Heimat zu verunstalten. Aber in unserer aktuellen Situation ist es notwendig. Der Bauertümpel ist das letzte Stück Natur, das uns in Bowerstone bleibt. Er ist Teil unserer Geschichte und verdient Schutz. Nehmt ihn uns nicht weg. Damit würdet ihr der Stadt ein Stück ihrer Seele rauben. Also echt? Ihr habt die Lebensumstände der Bürger nicht gerade verbessert. Wollt ihr ihnen auch noch den einzigen Ort nehmen, an dem sie Frieden finden? Ihr müsst eine Entscheidung treffen, Majestät. Cash. Her mit dem Cash. Wir brauchen die Rohstoffe im Bauertümpel. Er wird ein Steinbruch. Das Königsurteil. Bauertümpel wird zum Rohstoffabbau trockengelegt. Ich begrüße euren Unternehmer. Der Tümpel wird sofort trockengelegt. Ich habe für euch gekämpft. Und ihr lasst euer Volk im Stich, Majestät? Oh Mann. Der kann man's echt nicht recht machen. Seht euch die hässliche Natur an. Sie ist so geizig mit ihren Gaben. Der Tümpel ist eine Beleidigung fürs Auge. Jetzt wird er zu einem Denkmal für den menschlichen Erfindungsreichtum. Erde und Fels bieten Tausenden Leben und Hoffnung. Wen würde eine solche Großzügigkeit nicht bewegen? Die Reaver-Werke präsentieren die Bauergrube. Naja, also rein äußerlich hätte ich den Tümpel lieber gern gehabt. Hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt, aber... Okay, bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich hier einen kleinen Cut machen. Hoffe, euch hat's gefallen und ja, ich sage bis zum nächsten Mal.